So, ich weiß, ich sollte eigentlich jetzt nicht mehr aufnehmen. Ich habe auch gerade schon die Aufnahme verpennt. Habe nämlich das Training nicht drauf, das ist scheiße. Aber egal, es ärgert mich jetzt tierisch. Ja, wenn man bei seiner Familie sein kann, ist das die schönste Zeit. Im Moment nicht. Ich glaube an dich, der Williams. Mit einem Rückstand ins Rückspiel gefällt mir gar nicht. Hoffentlich zeigt dem Williams, dass er zu Recht hier ist. Rückstand nach dem Hinspiel. Ich dachte, mit dem Williams wird alles ein Klacks. Wow, klar, wird ein super Klacks. Wir haben jetzt 2-1 verloren, müssen jetzt 2-0 gewinnen. Ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich nicht am Stück aufnehmen, aber das ist wie bei den Frauen, das hier, das ärgert mich so viel, dass ich sogar den Aufnahmeknopf vergessen habe. Und ja, ich weiß, es wird schwierig und ich bin auf jeden Fall an der Hinspielpleite schuld durch das verkorkste Abwehrspiel, was wir gemacht haben. Die Frage ist natürlich jetzt, können wir hier in Bayern noch was reißen? Es wird unglaublich schwierig. Bin mir da nicht sicher. Rückspiel im UEFA Champions League Viertelfinale. Heute Aber geht warten es wir um mal ab. viel für diese beiden Mannschaften. Wolf Fuß und Frank Buschmann führen sie durch Ja, ich diese hätte mir vielleicht Begegnung, doch noch der hier wirklich einen Tag alle ruhen. Oleg. Oh Tage und nein! Gegenfieber. Heute sehen wir Bayern Man München merkt direkt schon, es gegen läuft West Ham super. United. Ich hätte vielleicht doch noch So eine geht's die Aufnahmepause Bayern machen also sollen. heute an. Aber das ist wie Kruse bleibt auf gesagt der wie bei der Kim. Position Ich muss stehen. jetzt wissen, ob ich Föhring es hier jetzt hier. schaffe, Oleg. Gibt's auch noch. Ob Zwei ich es jetzt hier Viererketten schaffe oder und nicht. vorne zwei Stürmer. Anders, da Und werde die ich Aufnahme wahnsinnig. von West Ham United. Wilshere, Oh, geil. da ist er drin. Alter, was Gutes ein Tor. Tor. Und jetzt muss es Und schnell. das Noch ist ein genau Tor das, und was dann jetzt packen sie passieren das. sollte. Wiltshire. Ich weiß es nicht. Wir führen 1-0. Nach Gut, 4 ich lass mal Minuten. schnell rechnen. Was hat dieser Treffer für Und Auswirkungen? das war. Klar, wir Ich müssen ja wollte die eigentlich bei den Rückspielzeit anderen passen, ausrechnen aber und das da hier war haben wir eigentlich jetzt auch ein ein Unentschieden. Geniestreich. Das nächste Tor könnte entscheidend sein. Oh Mann. Und damit haben wir den ersten Treffer. Es hat Jetzt FIFA uns könnte eh nur das angeführt Spiel hat, jetzt macht richtig gleich Fahrt Bayern den aufnehmen. Ausgleich. Jetzt Lewandowski. Nun, James Rodriguez. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Williams. Schön gespielt, West Ham kommt Jarmolenko. über die Seite. Ah, Scheiße. Da kann er ihn stoppen. Das gibt Verdammt. Einwurf. Und jetzt Sabaleta. Gut gemacht auf der Außenbahn. Foul. Alaba. Ah, toll, jetzt müssen wir noch ein Tor schießen, dann könnten wir es schaffen. Jetzt Lewandowski. Ah. Nun Griezmann. Boah, schön geblockt. Sie haben den Ball. Und scheiße gepasst. Griezmann. Manuel Lanzini. Noble. Jetzt ist Platz für den Konter. Wenn Sie sich so viel Zeit lassen, dann dürfen Sie sich natürlich Oh, nicht schöner beschweren. Dann Ball. ist die Abwehr natürlich wieder zur Stelle. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Andersson. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Müsste. Ecke kommt. Das Aber ist ein die Abwehr Eckballtor ganz ist, glaube ich, zu energisch. Der viel Ball ist verlangt. weg. Was jetzt? Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Williams. Ah, schade, Jetzt wenn der Ball Hummelsmann. durchgegangen wäre. Es passt nur hinten auf. Jetzt Ribéry. Hereingabe kommt lang. Keeper geht gut zum Jawohl. Ball. Forstet ihn weg. Oh nein. Mehrere Optionen jetzt für Robben. Macht er gut hier. Klasse Oh. aufgepasst. Und nun Alaba. Oh, Scheiße. Aber Freistoß das frühe jetzt für die Tor war schon Bayern. mal unglaublich wichtig, aber jetzt ist natürlich noch mehr Druck da. Ball kommt in den 16er. Ribéry. Macht den Ball weg. Super. Ungewollt, aber super. Philippe Andersson. Tolles Zuspiel. Pablo Sabaleta. Sabaleta. Da passt er auf den Falschen schon wieder. Klassische Fehlpass. Franck Ribéry am Ball. Mit der Zeit ist aus Franck Ribéry ein richtiger Teamplayer geworden, ne, Buschi? Der goldene Ja, du. Steakesser. Der erfüllt Defensivaufgaben.
Das war geh hin. Oh. Nicht immer so. Joanna. Einwurf jetzt. Oh, leck. Komm, schöner Steilpass. Manuel Lanzini. Jetzt schickt. Oh. Jetzt Williams, komm. In den freien Raum. Williams! Jetzt können Sie klären, der hätte sonst gefährlich werden können. Oh Mann, das hier wär's gewesen. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Oh Williams. Das hier wär's echt gewesen. Und jetzt Wilshire. Marc Noble. Das könnte gefährlich werden. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Und jetzt die Chance. Noble! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Also Bayern schwimmt aktuell ein bisschen. Wir sind doch ein bisschen besser. Auf jeden Fall mal besser wie im Hinspiel. Aber im Hinspiel war es halt eben auch so. Wir hatten. Es waren jetzt nicht unbedingt schlechter, aber wir haben halt eben hinten gepennt. Die Hoffnung lebt halt eben. Jetzt kann er die Flanke bringen. Und Ribéry. Antoine Griezmann. Geh doch hin! Boah! Boah, wie hat er den gehabt? Das war uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres. Fabianski, was machst du da? Griezmann. Aber hier kommt. Oh, leck mir am Arsch. Haut Fabianski hier mal die Torwartparade des Jahrhunderts raus. Jerome Boateng. So, anders wäre es wahrscheinlich geradeaus gewesen für uns. Der geht jetzt die ganz weiten Wege. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Klasse Technik. Jetzt aber da unten. Klasse Pass. Komm Andersen. Klasse gespielt. Manuel Cini. Wir hätten das schießen sollen. Ich fasse es nicht. Lassen wir jetzt hier schon, also so langsam verdienen wir es gar nicht, weiterzukommen. Müssen wir hier wieder Chancen liegen. Ah! Gut aufgepasst und geklärt hier von David Alaba. Robben. Oh. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt nochmal 2 Minuten drauf. Andrea Molenko. Manuel Lanzini. Komm! Super Pass! Oh. Bleiben noch. Noch 45 Minuten für ein Tor und wir haben so viele Chancen. Eieiei. Wir gehen wieder rein in dieses Spiel. Rückspiel im Viertelfinale. In der oh, Williams, was war das denn? Spiel, das die hohen Erwartungen bisher erfüllt. Naja, für mich nicht. Aber ich bin noch, bin ich ziemlich zuversichtlich. Auch dieser Ball kommt an. Und Thiago. Aber die haben auch immer ein Glück, der Ball prallt natürlich immer bei die. Noble. Manuel Lanzini. Oh, jetzt aber Andersen. Was macht denn schon wieder Williams da? Manuel Lanzini. Und er gewinnt den Zweikampf. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn das eine Ole, jetzt aber. Tolles Zuspiel. Komm, Williams, diesmal musst du treffen. Jetzt vielleicht. Ja! Brilliant. Oh! Und jetzt geht es darum, hier keinen Treffer mehr zu kriegen. Williams schlägt zu. 2-0. Aktuell sind wir weiter. Sie wurden oh Mann. Als vermeintlich schwächer eingeschätzt im Vorfeld. Noble geht. Oh Mann, oh, das, oh, Bayern schießt 100% noch rein. Da gibt es eine Verlängerung und Elfmeter schießen. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Ballverlust. Aber der könnte. Neuer. Der könnte nicht. Hier gleich wechseln. Ribéry. Und da ist der Ball wieder weg. Komm. Jamolenko. Da muss er flanken. Das hohe Zuspiel hier für Williams. Das war eine gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt der Klassiker. Oh, scheiße. Glanzparade.
Situation. Was für ein Wahnsinnsreflex. Ball geht in Richtung Danny Williams. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Griezmann jetzt. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Vorteil für den FC Bayern. Klasse Pass. Abseits bitte, nein. Antoine Griezmann. Oh Mann, ey. Und jetzt gibt's Eckball für die Bayern. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans beeindrucke den Boss, Hammer. Günstige Gelegenheiten haben wir, machen aktuelle haben wir alles. Oh. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. So ist es, Wolf. Franck Ribéry verlässt das Spiel. Komm. Jetzt kommt die Ecke. So, erstmal endlich mal vernünftig geklärt. James. Goretzka. Antoine Griezmann. Dormann. Der wäre gut gekommen. Dormann. Oh. Oh Mann, was. Das können sie nicht mit meinen Nerven machen. Und Wilshere. Oh, was für ein geiler Pass. Oh, der legt den zu weit vor. Aber wir haben einen Wurf. Wir sehen es den Mienen der Spieler an. Dieser Alu-Treffer gerade, der sitzt tief. Ja, der hätte mich auch in die Verzweiflung gebracht. Sanchez. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. Nun, James Rodriguez. Der Stern vor James Rodriguez ging so richtig auf bei der WM 2014 in Brasilien. 6 Tore, Torschützenkönig und damit Nachfolger eines Thomas Müller. Komm! Boah, schön gemacht, Williams. Jetzt hier Jarmolenko. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Komm, am liebsten würde ich mich gerade an die Eckfahne stellen und einfach nichts machen. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. James Rodriguez jetzt. Serge Gnabry. Oh, und schon wieder der Ball nicht weg. Alaba. Goretzka. Oh. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Böses Wolf. David Alaba verlässt den Platz und Rafinha kommt. Antoine Griezmann. Klasse vom Torwart. Er pariert diesen Kopfball. Oh, und was für ein Ding. Schöne Aktion. Und was für ein Ding. Und Tor. 3-0. Gab sicherlich oh, jetzt sind wir durch. Aber egal, Hauptsache der Ball passt. Und die Bayern Alter, das hier war wirklich schön vorbereitet. Schön gemacht. Oh Gott, und die Geschichte geht weiter. Ich fasse es nicht. Ogbonna geht jetzt nochmal vom Platz. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Griezmann geht in die Offensive. Ja, Entschuldigung, mussten wir machen. Wir müssen Zeit rausholen. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Das war aber es ist cool, dass Griezmann jetzt wirklich bei Bayern spielt. Also hier bei Journey. Der liegt richtig mit seiner Einschätzung. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Und Robben. Da passt er auf. Ball oh, da pennen wir wieder. Manuel Lanzini. Da wäre Platz für den Kopf. Guter Pass. Da kommt der Steilpass. Nicht so einfach. Oh, jetzt wollte ich einmal cool lupfen. Scheiße. Diese verunglückte Aktion. Da hat ja wirklich gar nichts gepasst. Nee, das stimmt. Den haut er mal deutlich daneben. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Gnabry. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Jawohl, Alter. Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League. Ich fasse es nicht, Leute. Ich fasse es echt nicht. Sie haben die Bayern aus dem Wettbewerb geworfen. Und das musst du erstmal schaffen. Riesenleistung. Auch heute wieder ein sehr, sehr guter Auftritt. Und in dieser Form ist noch eine Menge drin in diesem Wettbewerb. Da muss das Halbfinale noch nicht Schluss sein. Ich fasse es nicht. Wir haben es geschafft. Ich gehe kaputt.
Gott, das hier ist alles nichts mehr für meine Nerven mit Journey. Jetzt geht das Märchen also auch weiter. Aber ich muss sagen, die Bayern waren im ersten Spiel deutlich besser. Im zweiten haben sie, aber was sagen wir, oder besser gesagt, was sage ich? Im ersten Spiel haben sie eigentlich auch nur die Chancen durch unsere Murkser da hinten bekommen. Und ja, wir haben es geschafft. 3-0 gegen die Bayern. Aber gut, wer mal 7-0 gegen Lissabon auf Feldklasse gewinnt, der kann auch mal 3-0 gegen Bayern auf Feldklasse gewinnen. Ne? Bei mir steht jetzt der Spieler des Tages, Danny Williams. Oh ja, Mann, Sie haben recht, absolut. Man sollte mir den Titel am liebsten gleich geben, oder? Man of the Match, The Williams. Und möge es ewig so bleiben. Naja, nicht immer. Das kennen wir aber schon. Nein. Offiziell. Aber ich bin immer der Beste. Danke, Danny. Kein Problem, Mann. Alter, das darf nicht mehr passieren. Wir müssen jetzt auf jeden Fall bei Alex Hunter müssen wir auf jeden Fall einen Gang höher schalten, dass wir das direkt schaffen. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Oh, jetzt haben wir hier wieder die Bundesliga, Premier League Tabelle. Aktuell noch Erster, 69 Punkten. So geil. Oh Mann, ey, das hier ist nichts für meine Nerven. Echt nicht. Jetzt denke ich, gehen wir ja zu Alex, ne? Oder? Jawohl. Ich denke, jetzt werde ich auch erstmal eine kurze Aufnahmepause hier machen. Das hier war alles doch ein bisschen zu viel für meine Nerven. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal vielleicht die Fassung verloren habe. Aber das... Alter, die Bayern, wir haben es geschafft. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Aber 3-0 kann sich sehen lassen. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt aber gerade mal noch. Ich habe immer gesagt, Williams hat es drauf. Schon seit Juniorentagen. Aber hat mir jemand zugehört? Nö, ich weiß Bescheid. Macht immer Spaß, Williams zuzuschauen. Wir sind im Halbfinale. Starkes Spiel von den Williams. West Ham im UEFA Champions League Halbfinale. West Ham steht im Halbfinale. Williams mit einem guten Auftritt. Ja, dann würde ich sagen, schwenken wir noch einmal rüber zu Alex Hunter. Will natürlich jetzt nicht erscheinen. Müssen wir dann manuell aufhören. Schauen wir mal. Oh, das ist mal Premier League angesagt gegen Wolverhampton. Da geht's gegen Juve und da geht's gegen Australien. Also ich muss halt eben sagen, gegen Juve wird's pervers auf Weltklasse. Also wir hatten ja, wer das Let's Play verfolgt, im Vorbereitungsturnier meine ich 5-1 verloren. Meine ich. Bin mir aber nicht sicher. Bin mir echt nicht sicher. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.